Sinans Woche hat ein nettes Abschlussvideo zum Jahresende gemacht, wo er verschiedenste YouTuber eingeladen hat, welche Abschlussgrußbotschaften gesendet haben, wie beispielsweise Imp oder Alicia Joe oder bei Skeptic oder ihr seht sie hier, Boris von Morgenstern, Proletopia, Jungmoralapostel, also ziemlich diverse Gruppe von YouTubern. Hat tatsächlich auch einige Walkies eingeladen, die allerdings abgelehnt hatten. Die hatten nämlich keine Lust, in einer Reihe mit so Leuten wie Proletopia oder Boris von Morgenstern zu stehen. Das ist ja ganz, ganz böse. Was die Walkisten alle... Also, jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, okay, so eine nette Grußbotschaften. Ja, okay, haben die Leute vielleicht Angst vor Kontaktschuld mit so bösen, bösen Leuten, aber gegen so eine nette Grußbotschaft, da kann ja eigentlich inhaltlich keiner was dagegen haben. Da kann ja eigentlich niemand sagen, das lehnen wir komplett ab, selbst wenn wir jetzt nicht dabei sein wollen. Ja, das könnte man denken, wenn man noch ja ganz normal im Kopf ist. Aber nun kommen wir zu unseren Twitter-Walkies. Tilted Floste, einer von Shoyokas Cancel-Bande, schreibt zu diesem, ja, sehr netten Jahresabschlussbotschaften folgendes. Imagine, als ein Parabelritter, eine Alicia Joe und Christina Schlag, einem transfeindlichen, rassismusverharmlosenden und holocaust-relativierenden Menschen wie Sinan Grußvideos zu schicken, um dann... Also lustig, dass diese ganzen Vorwürfe ja auch nur geäußert und nicht belegt werden. Ich würde fast sagen, okay, Transfeindlichkeit und Rassismus, das werfen die Walkies jeden durch, aber spätestens Holocaust relativieren könnte justiziabel sein, wenn Sinan dagegen vorgeht. Ja, aber die Woken-Hetzer, die werden ja schon wissen, was sie tun. Ich meine, die sind ja dafür bekannt, dass sie immer gerade so an der Grenze zur Strafbarkeit gegen irgendwen hetzen, um sich uns dann vor Gericht irgendwie rauszureden. Ja, Tilted Flosse schreibt weiter, neben offen trans- und queerfeindlichen Menschen, Kriegs- und Corona-Schwurblern, Mobbenden und mindestens meist AfD- bzw. rechtsverharmlosenden Menschen zu sein. Also wen ihr mit Kriegsschwurbeln meint, das kann ich mir bei besten Willen nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist das auf den Parabelritter oder Tobias hochbezogen, die sich sehr, sehr pro-westlich geäußert haben. Nee, Spaß beiseite. Er meint damit natürlich die Leute, die Frieden fordern. Wie Proletopia, wie Jungmoralapostel, wie, obwohl, wer ist hier noch dabei? Ja, eigentlich nur die und Snickling wahrscheinlich. Also das sind seiner Meinung nach wahrscheinlich Kriegsschwurbler. Jetzt ist es ja, die Walkies stehen stramm auf Seiten des westlichen Imperialismus. Jede Kritik daran ist Kriegsschwurbel oder Verschwörungstheorie. Ach, ihr kennt diese Leute. Ja. Günni schreibt gerade im Chat, Kriegsschwurbler. Ich dachte, das heißt Friedensschwurbler. Ja, das könnt ihr, wenn ihr zu der Woken-Cancel-Bande gehört, beliebig austauschen. Die Bedeutung ändert sich nicht. Ihr wollt die Leute damit nur unmöglich machen. Und Tilted Floster hat investigativ etwas rausgefunden. Und nein, damit meine ich nicht alle, die in dieser Collage auch sind. Und es trifft auch nicht auf alle zu, bevor wieder jemand meint, ich kehre alle über einen Kamm. Ich verdeutliche. Boris von Morgenstern findet die AfD geil und queere Menschen nicht so. Ein Beleg nennt Tilted Floste leider nicht. Das geht übrigens auch nicht aus Boris von Morgensterns Jahresabschlussbotschaft hier hervor. Das ja kann man aber, wenn man zu Walken-Cancel-Bande gehört, natürlich einfach mal so behaupten. Marie-Louise Vollbrecht versteht Biologie nicht und verbreitet Schwurbel über Geschlechter. Ja, ein YouTuber, der anderen Leuten irgendwelche unbelegten Vorwürfe an den Kopf haut, der kennt sich mit Biologie natürlich besser aus als eine studierte Biologin. Tobias Hoch verbreitet Hass und Hetze, beteiligt sich der Klicks wegen an Warming-Kampagnen und redet sonst auch noch viel Blödsinn. Also, dass Tobias Hoch Blödsinn redet, da würde ich in Bezug auf den Ukraine-Krieg sogar zustimmen, obwohl die Tilted Floste und er wahrscheinlich einer Meinung sein werden, aber mit Hass und Hetze und Mobbing-Kampagne meint natürlich Tilted Floste Kritik an irgendwelchen Walkies, also Kritik an Shoyoka in erster Linie. Also jede Kritik an Walkismus, jede Kritik an Shoyoka ist Hass, Hetze und Mobbing. Also jede Kritik an irgendeinem Walkie, sucht euch irgendwen aus, ist immer Mobbing. Also ihr könnt diese Menschen nicht sachlich kritisieren, das ist immer Mobbing. Imp, ein Edgelord-Troll. Also Imp ist nicht nur ein Edgelord oder ein Troll, er ist ein Edgelord-Troll. Interessanter Neologismus. Imp, ein Edgelord-Troll, der sich über alles lustig macht.
ohne sich Gedanken darüber zu machen, denkt, er versteht viel, hat aber von nichts Ahnung. Ja, aber irgendwelche woken Twitter-Kanzler, die haben natürlich von allem Ahnung. Roletopia ist Querfrontler, hat lange Zeit mit Nazis wie Schlomo abgehangen, die ihn jetzt wegen Wagenknecht auch nicht mehr lieb haben. Also, dass Schlomo Nazi ist, das ist schlicht und ergreift eine Lüge. Also, wir können Schlomo vieles nennen, neoliberal, rechts, und einige Aussagen kann man sicherlich sogar als rassistisch bezeichnen, aber ein Nazi ist dieser Mann. Es lässt sich aus keinen Aussagen, die er in der Honigwabe getätigt hat, irgendwie schlussfolgern. Mir konnte das bisher auch keiner belegen. Also das ist schlichtweg eine Lüge und Proletopia hat mit Schlomo nicht abgenagt, sondern diskutiert. Also der Vorwurf ist hier, Proletopia redet mit Menschen, die eine andere Meinung haben. Das macht ihn zum Querfrontler und ja, er hängt mit Nazis ab. Also völlig irre, was diese Wolkenkerzler hier schreibt. Snickling, welcher fleißig am Schwurbeln ist, am liebsten was Corona und Impfungen angeht und am laufenden Bande ekelhafte Deepfake-Videos raussaut. Ja, man nennt es auch Satire. Also Snickling macht sich halt über die Regierung lustig. Das, was viele Satiriker beispielsweise bei der Heute-Show oder bei der Anstalt mittlerweile nicht mehr machen. Also Snickling macht das, was früher die Öffentlich-Rechtlichen gemacht hätten. Nur mal so als grober Überblick. Nicht, dass sich noch am Ende alle Personen mit allem beschuldigt sehen. Nein, also einzelne Personen mit unbelegten Vorwürfen zu belegen, ist natürlich besser als alle mit unbelegten Vorwürfen zu belegen, aber es bleibt das gleiche Problem. Aus einer netten Jahresabschluss-Grußbotschaft werden hier absurde Kontaktschuldvorwürfe herbeigesponnen mit Vorwürfen, die einfach entweder dreist gelogen, komplett übertrieben oder sehr stark in eine Richtung geframed sind. Unser Dave links des Hirns, beziehungsweise Ocelot nennt er sich jetzt, schreibt, in bester Gesellschaft sein mit einem bewaffneten Facho. Frauenfeind, Verschwörungsideologen, Transfeindin und. Das sind eure Favorite Influencer, Alicia Joe und der dunkle Paranabia-Ritter. Ja, das war Dave links des Hirns, auch Teil von Shoyukas Cancel-Bande. Shoyuka hat zum Glück nichts Dummes getrieben, deswegen kommt sie hier in diesem Video auch nicht vor. Aber ich musste euch das einfach zeigen. Sinan macht ein nettes Video, wo alle eigentlich uns nur ein schönes neues Jahr wünschen. Und ja, was machen diese Walken-Canceler daraus? Sie denken sich irgendwelche absurden Lügen über einzelne Gäste auf und bezeichnen jeden als Schwurbler, der beispielsweise einfach nur Frieden will. Also Frieden ist Geschwurbel. Ja, Satire-Videos sind unbehafte Deepfakes. Was soll man dazu noch sagen? Diese Leute sind einfach nur lächerlich. Sie wollen den gesellschaftlichen Diskurs zerstören. Anders lässt sich so ein Vorgehen nicht mehr, anders lässt sich so ein Vorgehen einfach nicht erklären.